Kanal auf YouTube von jetzt wieder geschafft. Heute, eigentlich hatte die Idee Jan, deswegen darf er mal vortragen, oder Freunde? Vielen Dank, okay. Danke schön. Ja, ja. Freunde, heute eine ganz geile Idee und zwar haben wir überlegt, ach nein, das stimmt gar nicht, ich muss die Credits abgeben, ich habe es nur verfeinert. Es hat mir jemand geschrieben, mach doch mal einen Tag lang, wie es früher bei euch war. Da habe ich überlegt, früher, was kann man da nehmen? Ihr kennt es, die legendäre Hamburg-Zeit. Jeder kennt es, wir haben es tausendfach erzählt, wie es in Hamburg zuging. Deswegen leben wir heute einen Tag wie in unserer 2012er, 11er Hamburg-Zeit. Ja. Stimmt, ja, 2012 war das, Freunde. 2012 okay, hatten wir, glaube ich, 11 auch. Ja. 11, 12. Wie viel hatten wir? Ich glaube, wir hatten 30.000 Abonnenten da. Erst am Ende hatten wir 50.000, ja. Haben wir dieses genau. THX genau, stimmt. 30.000, 40.000 Abonnenten hatten wir da. Geld haben wir, ich glaube, 400 Euro verdient. Ne, 600. Ja, doch, verdient, doch. Ja. Das ist halt alles draufgegangen für irgendwelche Rechnungen. Miete, Essen hatten wir kaum irgendwas. Da mussten wir wirklich das Billigste vom Billigsten. Schauspielschule hat, genau. Ohne Scheiß, das war eine Frechheit. Das hat 440 Euro im Monat gekostet. Du weißt ja, wie viel das kostet, bevor du da hingehst. Wieso ist das? Die haben nicht gesprochen. Das ist nein, so nein, stopp. Die haben, als wir da unterschrieben haben, haben wir gesagt, ah, das sind 440 Euro, das können wir uns nicht leisten. Und dann hat sie gesagt, aber es gibt Schüler-BAföG, das übernimmt das. Genau. Und dann haben wir gesagt, wirklich? Nee, dann haben wir gesagt, Miete und die Schule, ja. Und dann haben wir unterschrieben. Genau. Und dann war so hier, Freunde. Ja, so gemacht. Richtig. Freunde, heute gehen wir zurück in 2011, 2012 und dafür brauchen wir natürlich die passende Kleidung und das passende Essen und das holen wir erstmal. Let's go! Freunde, wir suchen uns gerade neue Klamotten. Der Klamottenstil muss natürlich auch passen. Und wir sind bei einem kostengünstigen Laden angelangt und ich glaube, ich nehme mir dieses T-Shirt für 10 Euro. Ja, das wäre mein Budget für ein halbes Jahr gewesen damals. Geh mal hier hin, dann sehe ich dich nicht. Gehen wir dahin. Ja, perfekt. Ja. Niemand sieht uns. Ich habe gerade überlegt, wie das früher bei mir war. Und bei mir war das so, ich habe einmal im Jahr einen neuen Pullover bekommen. Und das war zu Weihnachten von meiner Oma. Und ansonsten gar nichts. Das heißt, ich hatte immer über Jahre dieselben Klamotten. Ja, und du hattest immer denselben Pullover. Ich hatte immer dieselben Sachen, nur ich hatte nichts. Und ich habe mir keine Klamotten gekauft. Das heißt, aus Realness-Gründen muss ich das wieder zurückhängen. Weil ich hätte keine 10 Euro gehabt. Für ein T-Shirt. Ja, was ziehen wir denn dann dabei gleich an? Ja, Altkleidersammlung oder so. Hab gefurzt, Leute. Das hier haben wir früher immer getrunken. Gaffel College. Spaß, Freunde. Früher haben wir, da sind wir doch wach geworden. Und weil unsere Ernährung so schlecht war, wir haben nie Wasser getrunken, Ernährung immer nur Pizza. Und dann sind wir wach geworden, waren da, ja, kommt dieses Paralyzed. Wir waren wirklich so. Ja, war wirklich zugeschüttet mit Energy Drinks. Also heutzutage, ich finde eine Energy am Tag geht klar, ist finde ich, also für mich jetzt finde ich nicht schlimm. Aber früher wirklich aufgestanden, erstmal zwei Stück reingeknallt. Also aus dem Bett, ne? Ja. Wach geworden, auf. Ja. Weil das ist ein Teufelskreis, damit du überhaupt erst aufstehen kannst, ja, musst du viel trinken. Dann sind wir aufgestanden, komplett zerstört wirklich. Und dann über den Tag über nochmal so 2 oder 3. Manchmal 4 Monster am Tag getrunken. Das sind 2 Liter. Okay, und Frühstück, kein Bock irgendwas zu machen. Ja. Einfach wirklich. So eine Pizza von Penny, die für 2,80 immer. Freunde, den hast du immer geholt. Lang schon nicht mehr getrunken, ich nehme den mit. So Freunde, und da geht's weiter, wir sind jetzt in der wichtigsten Abteilung, wie eben schon gesagt. Diese beiden waren wirklich die Favorites, also oh Gott. Das war alles an Essen, was in unserer Wohnung war. Die hier, die fand ich richtig gut, weil ich habe die dann immer richtig lange reingemacht. Ja. Und die war dann am Rand so ultra knusprig wirklich, das war echt. Und ich weiß noch wirklich, wir haben so viel Pizza gegessen und halt den Müll nicht weggeräumt, dass diese Küche komplett voll mit diesen Paketen, alles zugemüllt wirklich. Und dann einmal im Monat haben wir dann alles runter in so einen Sack und dann den aus dem Fenster geschmissen und so, ey, unglaublich, die nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Okay. Dann geht's zurück ins Headquarter. Okay. Freunde, ich schneide gerade das Video. 2 schnelle Sachen. Nummer 1. Heute Nacht ist es soweit. Die neue Ape Crime Single ist überall da, wo ihr immer Musik hört. Spotify, iTunes, Google Play
Wo auch immer, Freunde. Und Nummer 2, auf Anderson kam heute auch ein Video raus. Da habe ich mit meiner Freundin alte Videos angeguckt und es wurde eine alte Sex-Story, die ich früher mal in einem Let's Draw erzählt habe, gelüftet, Freunde. Verlinke ich euch in der Endcard. Jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Okay, jetzt kommt der Geschmackstest. Ohne Witz, da haben wir echt 4 Stück von getrunken und irgendwann hatte ich so viel davon getrunken, dass ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man hat einfach zu viel davon gehabt und ich konnte es nicht mehr trinken. Ich habe, glaube ich, seit 2012 kein Monster mehr getrunken. Ich teste das jetzt. Boah, ist das süß. Boah, 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 das ballert richtig, Freunde. An was erinnert dich das? Den Weihnachtsbaum in Hamburg. Ja, erzähl die Geschichte, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Es war Weihnachten und da gab es so eine Mall, wo wir immer einkaufen waren mit Penny und solchen Läden. Und die war halt so voll geil dekoriert. Und dann haben wir gesagt, boah, voll geil. Wir hätten auch gern so Deko zu Hause, aber hatten halt kein Geld. Ein Weihnachtsbaum. Genau, so ein Weihnachtsbaum. Wir hatten aber keinen. Und dann haben wir geguckt und umgeguckt, ob diese Securities da waren. War halt keiner. Und diese Mall war richtig lang, so ein richtig langer Flur, ewig lang, 100 Meter. Und dann haben wir einfach diese dekorierten Bäume, die waren schon mit Kugeln geschmückt, einfach genommen und diesen Flur da 100 Meter lang. Der war aber viel größer. Ja, der war viel größer, der Baum. Ja. Und einfach mussten wir aus diesem Geschäft da diesen Baum klauen, weil wir keinen mehr hatten. Guck mal, wir haben Hausverbot riskiert für so einen scheiß Baum. Ja, dafür hatten wir einen Baum. Freunde, ich habe auch noch was. Und zwar, wir waren früher echt so richtig, richtig asozial. Also wir waren da in so einem Level, wo ich heute denke so, was ging ab? Zum Beispiel immer, wenn wir Müll hatten, dann, also irgendwas, ob das jetzt Milchtüten waren oder Wurstpackungen, ist egal, einfach immer, da stand den ganzen Tag dieses Fenster offen, einfach, rumrum brauche ich nicht mehr, so raus aus dem Fenster, wirklich immer. Wir waren so hyper-assi. Aber da gab es auch, also generell, ich weiß auch gar nicht, was da mit einem los war und so. Es war nachts, ich war in meinem Zimmer, plötzlich, Jans Zimmer war neben meinem, plötzlich höre ich so diesen Boden rumpeln. So. Und dann denke ich so, hä, was ist das? Und dann immer noch. Hey, du hast noch einen Sound vergessen. Was? Das war nicht nur, sondern auch noch so ein. Ja, stimmt. Und so ein Gelächter war da auch. Genau. Und dann bin ich rübergegangen, mache ich so diese Tür auf. Und bei Jan war ein Balkon, ne? Und da stand so ein Sofa da in seinem Zimmer. Ich mache die Tür auf. Dann gucke ich. Sehe ich André und Jan, wie die dieses Sofa heben und gerade aus diesem, aus dieser Balkontür das raustun. Achter Stock. Doch. Fünfter. Was macht ihr da? Wir schmeißen das jetzt runter. Ich dann so, hä? Was ist denn hier passiert? So, dieser Wahnsinn hat die eingeholt, dachte ich so. Dann, ich so, hä? Nein, lass das mal. Doch, wir machen das jetzt. Dann gehe ich da so hin, zieh das so wieder weg und sowas. Und die dann so, Mann, lass uns. Wir wollen das da runterschmeißen. Ich dann so, wieso denn? Ja, ist witzig. Ich weiß nicht, was mit uns los war. Als wir eingezogen sind in der Wohnung, war die Wohnung halt leer komplett. Und da waren 4 Stühle drin von dieser Vermieterin. Und die hat gesagt, ja, ich lasse die hier stehen, aber passen Sie auf die Stühle auf. Das sind solche Designerstücke, die kommen 100 Euro pro Stuhl. Hatte ich im Winter, wollte ich so grillen und hatte mir einen Einweggrill geholt. Und hatte dann diesen Grill auf dem Balkon auf dieses Polster gelegt. Und mach da mein Fleisch und alles gut. Und dann denke ich auf einmal so, boah, was riecht denn hier so verschmort? Und dann gucke ich, ist diese Aluschale in diese Sitzfläche reingeätzt, reingebrannt. Und dieser Stuhl fängt an, Feuer zu fangen. Und es war halt Winter und überall Schnee und ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann nehme ich diesen Stuhl, schmeiß den, dann fliegt er aus dem 5. Stock so runter. Brennt, kommt so auf, bumm. Diese beiden Füße bleiben im Boden stecken, bam, dann bricht er rum, alles kaputt und diese beiden Dinger stecken da. Und dann sag ich so, ja, okay, kein Bock, das jetzt aufzusammeln, ich hol das morgen. Und dann, so dumm, das stand da wirklich einen Monat. Ja. Lag das da in diesem Boden? Derjenige, der diesen Stuhl gefunden hat, war diese Vermieterin und die hat dann angerufen, Jans Eltern, meine Eltern waren diese Bürgschaftsleute, falls mal was passiert mit Geld und sowas. Und dann ruft diese Vermieterin da an und sagt, ich habe meinen Stuhl gefunden, der war verbrannt im Vorgarten. Ist da Feuer in der Wohnung gewesen? Ist das Parkett in Ordnung und so? Es war so geil.
Was haben wir damals gemacht? Guck mal, wie dumm. Wir lassen das einen Monat da und wir wissen, diese Vermieterin läuft da jeden Tag so lang. Da waren wir Das war alles ganz komisch. Wir waren einfach in irgendeinem Loch wirklich und haben einfach gedacht, es ist doch egal, was wir machen. Ist das so. Ist alles kacke. Hä, ist doch schon leer. Oh mein Gott, hast du es getrunken? Nein. Dachte schon. Okay, filmen wir einfach. Machen wir eine Pizza rein. Oder läuft? Läuft die ganze Zeit. Achso, läuft die ganze Zeit. Freunde, ich habe was für euch da draußen. Und zwar war ich in Disneyland vor kurzem. Und ich will was verlosen an euch. Und zwar diesen Bären. Aus welchem Film ist der? Ich weiß nicht. Toy Story. Und angeblich riecht der, sagt der in Toy Story immer, dass er nach Erdbeeren riecht? Oder ist das so? Oder wie ist das? Ja. Und der riecht wirklich nach Erdbeeren, Freunde. Und ihr schreibt einfach einen Kommentar und ich suche mir einen Kommentar aus. Und der kriegt diesen Bären von mir, Freunde. Also, let's go. Machen wir jetzt unsere Margarita. Die dicke Pizza. War die so kleine, Mann? Ja, ja. Aber ohne Witz, die sind geil. Genghis sagt immer, wenn wir so Pizza bestellen, dann sagt Genghis immer, er bestellt immer mit Absicht diese ranzigen Scheiß-Kiosk-Pizzas für so 4 Euro. Doch, nein. Du sagst immer, diese ranzigen schmecken besser als diese teuren. Also es ist so, jetzt mal... Wenn ihr eine Thunfischpizza bestellt oder so, esst ihr die oder Jan isst die manchmal und dann lässt er die liegen, die Hälfte oder so. Und dann sag ich so, hä, bist du dumm? Das kann man doch noch essen. Nee, ich will nicht. Dann tut man die einfach, keine Ahnung, in den Ofen, macht den aber halt nicht an, das lagert da drin nur. Und dann ranzt die so schön und dann schmeckt die richtig nice. Pizzatipps. Steht doch auf ranzige Fotzen oder in den Ofen lagern. Jetzt ist es soweit. Es gibt ein Mysterium, das ist bis heute ungeklärt. Ich kenne die Wahrheit. Also. So, und zwar war das so 2-3 Mal so, da ist man auf Toilette gegangen. Echt? 7-9 Mal ungefähr. Da ist man auf Toilette gegangen und dann lag da Scheiße im Klo. Jetzt denkt man, okay, da war irgendwer kacken und hat nicht gespült, aber da war nur die Scheiße, also kein Klopapier. Und ich glaube, dass das Jan immer war. Ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Mann, gib's zu jetzt. Mann, da war nur die Scheiße. Das war in Stadttagen so. Ja, wo denn? Ihr unten komischerweise immer auf diesem Gästeklo wart. Mann, du... Warum denn? Gehst du aufs Gästeklo oder was? Meine Eltern sind doch da hingegangen. Ja, dann mal. Warum liegt hier Scheiße im Klo? Ja, weil die hier selber da rein liegen. Wer denn? Ja, ihr beide. Nee, Genghis, man. Immer schön ohne Arsch abputzen, dann da und die Kacke liegen lassen. Das war eh, Jan. Ich bin doch nicht scheiße, ich kann's doch gar nicht sein. Das war jeden Tag so. Hast du da scheiße mit? Nein. Klar. Mann, du warst das und fertig. Du warst das und fertig. Jan, das ist ein Lügner, Alter. Ja. Ja, das stimmt aber wirklich.